Du hast dich mit deiner Weste angeknipst. Du bist angeschnallt. Ich weiß nicht, ich höre dich gar nicht. Nein, ich hab auch keinen, das habe ich auch noch mit dabei. Das ist nur zum Aufzeichnen. Deine Weste hast du angeknipst. Ich höre sie nicht. Ist das okay, Sherry? Das ist nur zum Ja, genau, dachte ich mir. Möchtest du das andere Ohrding auch noch haben? Nö, ich habe gerade genug Krempel hier. Ich wollte gerade sagen, wir können dich ja noch ein bisschen mehr verschnallen. Mir reicht's. Es ist ja schön ruhig. Bitte? Die ist schon ruhig geworden. Ja, die ist im Augenblick ein bisschen zu ruhig eigentlich. Ja, vielleicht ist sie ein bisschen... Die kann vor Fett kaum laufen. Nochmal? Die kann vor Fett kaum laufen. Ich glaube, das ist das so ein bisschen, ja. Und ich denke, das andere Problem ist eben auch, weil das ja eigentlich ein sehr, sehr feines Pferd ist, ja. Wenn sie dann so viel Gewicht auf den Knochen hat, ja. Dann kriegst du andere Probleme. Ja. Und die abzuspecken, das ist gar nicht so einfach. Ja. Also ich versuche einfach mal, dass ich jetzt nur Valeta in den fetten Graspaddock lasse und sie muss halt draußen bleiben. Ja. Und dann rennt sie das vielleicht auch ein bisschen ab, wenn sie da alleine ist. Mhm. So mit dem einhändigen Reiten, wechseln mal die Hand. Und das habe ich nur beim Aufwärmen gemacht. Ja, nicht. Ich gucke mir das auch im Moment nur beim Auswärmen an und gebe schon mal meinen Senf dazu. Denn wenn du sitzt, du hast zwar ganz gute Ideen, immer wieder sortierst es auch ganz gut um. Du musst nur immer wieder gucken, dass du immer mal wieder das so ein bisschen dich dabei selber hochhebst. Ja, da merkst du, da kommt sie ein bisschen hoch. Ja, ich weiß, ich habe da geslaucht die ganze Zeit. Ja. Und ich finde, wenn du einhändig reitest, kannst du das ganz gut machen, dass du dich, ich habe immer das Gefühl, ich stehe jetzt genau vor deiner Kamera, dass du dich ein bisschen anhebst und dabei die Hand mit anhebst und deine Schultern so ein bisschen nach hinten fallen lässt. Gut. Ja, ich merke schon, ich muss schreien. Wenn du das alles so ein bisschen anhebst bei dir, ja. Das mache ich im Prinzip anheben. Erst nach so 10 Minuten oder so, mit dass ich sie sich anheben lasse. Aber okay, nochmal einmal anhalten. Ich erkläre dir das mal, was ich damit meine. Das geht nicht darum, dass sie sich anhebt. Sondern ich selber nicht so. Du dich selber anhebst. Lahmarschig sitze, ja. Ja, das war nicht böse gemeint. Nee, nee, ist okay. Ich weiß, dass du das Gefühl hast, dass du selbst, dass wenn du beim Reiten einmal so in den Brustkorb reinatmest und dabei das Kinn anhebst, so, und dann die Hand ein bisschen loslässt, da, dass du das dabei ein bisschen entspannst, dass du dich selber in dem Moment hier, die Beine kannst du auch ruhig hängen lassen, alles andere bleibt ganz entspannt, dass du dich hier hochhebst, ja. Einmal hochatmest und dann die Beine wieder fallen lässt, so, und dann kommt sie jetzt selbst beim Anhalten, ja, da, hast du gehört? Ja. Ja, es fällt mir halt unheimlich schwer. Ja, aber es ist auch, weil das am Anfang, ich finde das auch gut, ich habe dich aus ein paar Runden einfach nur so rumdaddeln lassen. Ja. Aber wichtig ist eben, dass du von Anfang an anfängst und dann die Hand wieder ausatmen, die Beine fallen lässt. Wenn du den Druck aufbaust und die Beine dabei festmachst und die Hand festmachst, dann hast du das Gefühl, dass das Pferd, dann musst du immer mehr Druck aufbauen. Mhm. Und deswegen hast du das Gefühl, dass das erst nach 10 Minuten klappt. Naja, ich will sie halt nicht vorher, ohne aufgewärmt sein, will ich sie nicht bitten, sich anzuhören. Brauchst du auch gar nicht. Ja, brauchst du schon, weil sie eben, die haben ja in dem Moment keine Collarbone. Sie brauchen ja eigentlich die ganze Thoracic Sling, die müssen die schon anheben. Und dabei kannst du sie lang machen. Also wenn du sie jetzt hier eben so schön mit deiner Atmung hochhebst, da hast du ja nichts weiter, dass du da irgendwie Druck aufbaust. Ja. Und dann machst du die Hand ein bisschen nach vorne, dass sie sich ein bisschen lang machen kann. Reiz sie nochmal an und versuch das nochmal. Ja? Inneres Bein ran. Schön weich, gut. Super. Und dann die Schultern einfach mal nach hinten fallen lassen und die Beine einfach gut. Ja, da kommt sie von alleine, siehst du? Da brauchst du gar nicht mehr machen. Du brauchst auch gar nicht die Hand anheben. Es geht mehr darum, dass du deine Schultern einmal nach hinten nimmst
ein bisschen und dann ausatmest und dabei die Hand nach vorne gibst, dass sie länger im Hals wird. Ja, ja. Die linke Hand, die rechte Hand auch mitmachen. Im Moment hast du nur die linke, die rechte auch. Die äußere Hand auch mit anheben. Dass sie die Länge außen in den Körper auch mit reinkriegt. Und dann, wenn sie dich hier gegen die Wand rennt, dass du einmal rechts in den Steigbügel trittst und sie von links rüber schiebt. Ja, dann kommt sie wieder in die Mitte. Gut, besser. Mhm. Beide Hände anheben, beide Hände nach vorne geben, Kinnchen hoch, da, das ist besser. Und dann merkst du, so im dritten Schritt, da haute sie sich ein bisschen aufs Vorderbein, ja? Mhm. In dem Moment machst du einmal oben die Oberschenkel zu. Gut, gut, gut. Rechte Hand kommt auch mit hoch. Die linke macht das ganz toll. Das kommt vom einhändigen Reiten und die rechte ist so ein bisschen auf Urlaub. Und dann rechts in das Bein treten und von links rüberschieben. Rechts in das Bein treten, links rüberschieben, rechts, links. Und in der Mitte sitzen bleiben. Gut. Rechts in das Bein treten, von links rüberschieben und beide Beine wieder ausschütteln. Rechte Hand ein bisschen an den Zügel. Und dann wieder linkes Bein ran, rechts reintreten. Gut. In der Mitte sitzen bleiben, als wenn du deinen Reißverschluss von der Jacke zumachst. Gut, beide Hände nach vorne, da hast du dich schön hochgehoben, merktest du? Ja. Und dann drehte sich auch ganz toll da wieder raus. Super. Und dann einmal durch die ganze Bahn wechseln, ohne irgendwelchen besonderen Ecken, sondern dass du wirklich mal zwischen deinem blauen und deinem weißen Ding da durchgehst, rechts wieder rein. Da bist du zu weit weg, ich höre dich da nicht. Dann muss ich das andere Ding holen, weil sonst stehe ich dir mal vor der Kamera. Wenn ich in der Mitte stehe, dann bin ich immer genau vor dem Bild. Da habt ihr da auch nichts von. Einen Moment. Reicht, wenn du so in 10 Minuten wiederkommst, Sherry. Oder 15. Wir machen ja erstmal langsame Atmen. Sachen. Wollen. Ach so. Okay. Also können wir das jetzt hin tun? Das ist ein Problem. Ich habe hier eine Tasche, aber da ist schon was drin. Auf der Tasche auf der anderen Seite? Ja, das ist die einzige Tasche, die ich hier habe. Du kannst das in deinen Tretbeutel da sonst reinstecken. Ja. Ah ja, gute Idee. Vorne rein, ja. Tasche. Du bist jetzt nur, wenn ich jetzt rumschraube oder in der Mitte stehe, dann hast du immer das Bild zu. Ganz entspannt. Geht das? Ja. Das geht da immer rum. Ich kann es auch selber dran tun. Beim Arne muss ich es immer alleine dran tun. Dann mache ich die andere Seite auch noch an. Und dann kann ich weiter in meinen, dann stehe ich dir nicht immer vor der Kamera, mhm. Weil sonst hast du nachher ja die schön, dreht sich ja. Ja, aber wenn ich immer mich mit dir drehe, dann stehe ich immer genau davor. Ja, da hast das du nicht genau nichts davon. Da hast du und dann haben wir schwarzen Rücken. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wie sich das nachher anhört. Gut. Hast du das gehört, Carlotta? Du wirst jetzt abgespeckt. Ah ja, da höre ich dich. Jetzt hörst du das Geatme hier wieder. Gut. Yep. So. Wichtig ist, was ich sagen wollte, was so schwierig ist, wenn du immer nur einhändig reitest. Das einhändige Reiten finde ich zwar echt super. Ja, ich tue es so gut wie nie eigentlich. Ich habe dann schon die Finger so, dass ich merke, dass ich den rechten Zügel verwende oder den linken Zügel verwende. Rechts oder links. Good girl. Und dann einmal abklingeln. Schön in der Mitte bleiben. So. Was sie ganz gut mit dir macht, ist eben, dass sie dich so ein bisschen lateral verschiebt. Und dann schiebt sie sich immer unterm Körper weg. Deswegen ist ganz wichtig, dass wenn sie das macht, dass du eigentlich dich so ein bisschen auf deine Beine umsetzt. Wenn du sie mehr hinhaben willst, dass du sie von hier nach da schiebst, von der Backe in den lange Bein. Oder was sie viel lieber macht, dass du eben nicht nach außen abkippst, was sie gerne hätte, sondern das Gefühl hast, du trittst außen ein bisschen auf die Hacke in das Bein. Mhm. Und dann schiebst du sie von hier einmal rüber. Okay. Und ich stehe im äußeren. Ja, dass du das Gefühl hast, dass du, was sie nämlich gerne mit dir macht, dass sie dich einmal so abkippt. Ja. Da stehst du zwar hier, aber du bist. Und dann kannst du mit dem Bein nichts mehr machen. Mhm. Du musst schon das Gefühl haben, als wenn du so ein bisschen einen Squat machst. Und dann kannst du sie mit dem anderen Bein da runterschieben. Und der einzige Punkt, wo das immer geht, wenn sie beim Abfußen ist. Okay. Und das ist so ein bisschen das Timing, wo sie dich immer
ganz genüsslich so ein bisschen rausschiebt. Ne? Und deswegen, es geht auch gar nicht, dass sie sich dann das anheben und was du meinst, die Versammlung. Das ist mir schon klar, dass du erstmal so einfach an dir arbeitest, das Pferd verschwindet nach rechts, wir gehen hier wieder nach links. Okay. Dass du dich sozusagen, als wenn du einfach nur spazieren gehst und erwartest, dass sie mitkommt. Okay. Von der Mitte. Nochmal anreiten. Super. Und dann merkst du schon, wie sie sich gleich verschiebt. Und dann hat sie dich auch sofort, dass du da in der Hand dich wieder abfangen musst, ja? Gut. Und dann merkst du schon, wie sie sich verschiebt. Jetzt machst du dein äußeres Knie ein bisschen ran. Super, da hast du sie schon gerade. Gut. Das äußere Knie ein bisschen ran und die innere Wade ein bisschen nach hinten nehmen. Super, ja, gut. Heb dich wieder hoch. Super, fest und besser. Und einmal vorne abschütteln, dass du sie nicht durch die Gegend trägst. Ja. Und dann wird der Arm lang. Ja, super. Und dann merkst du schon, dass sie jetzt musst du ein bisschen innen auf. Ja. Da hast du dich umgesetzt, das war gut. Und dabei schön hochgucken, dass du nicht an ihr aus Versehen vorbeiguckst. Nicht gleich die schlechten Sachen von dem Reitlehrer auch mitmachen. Ich dachte das auch, ich gucke mal so ein bisschen traurig nach unten. Von dem linken Bein weg. Und dann fängst du sie auf dem rechten Bein in der Hacke ab. Links vom linken Bein weg. Dann merkst du schon, da hängt sie dir an der Hand. Machst die obere, die rechte Hand auch zu. Da hast du sie schon gerade. Gut, super. Und dann versuchen wir das nochmal durch die ganze Bahn zu wechseln. Schön in der Mitte sitzen bleiben und dass du zwischen deinem blauen und deinem weißen Keck da einmal vorbeigehst und dann suchst du dir aus links oder rechts an der Kamera vorbei und dann schön gerade die Hand wechseln. Da hast du nämlich keine Bande, da kannst du fühlen, wo sie dir wie wegrutscht, wenn du schön in der Mitte sitzt. Ja, gut. Ja, mit Gefühl. Ja, und dann merkst du, hast du sie dreimal korrigiert schon. Hast gemerkt, und das war wo sie dir? Mal eben hier wieder so abhauen ja. will. Du sagst, nee, hier wird nicht abgehaut. Gut. Und dann ganz weich wieder aufschütteln, gut. Und dann hebst du dich wieder aus den Schultern, die ein bisschen nach hinten rollen. Und dann kannst du dich immer so ein bisschen auf dein Gesäß verteilen. Gut, super. Und dann beide Hände wieder abschütteln, gut, ja. Und das kann auch ganz fein sein. Das braucht gar nicht so sein, dass ich das sehe. Ich sehe nur, wenn sie ihre Muskeln im Unterhand verwendet oder ob sie den schön weich hast. Gut, und dann mit Gefühl durch die Ecke. Und du kannst mit ihr die Ecken ruhig so ein bisschen im Travers anreiten, dass du sozusagen hintern reinreitest, ohne dich zu verschieben. Gut. Und dann die innere Hand abschütteln. Da kommt sie weicher durch die Ecke. Merkst du das? Ja. Und dann hinterher kannst du sie so ein bisschen im Leckheeling oder einfach im Schulter vergrößern, wieder rausreißen, ohne dass du sie wirklich total verknotest, wie das im richtigen Leckheeling passiert. Wieder ein bisschen Travers durch die Ecke, inneres Bein ein bisschen weicher. Gut, und dann wieder die äußere Schulter ein bisschen aufmachen. Dann räuft sie dir auch wieder ein bisschen Travers. Dann wieder die Schulter ein bisschen erweitern und dann hast du sie schön gerade. Merkst du, dass sie dir danach nicht so abhaut? Ja. Ja. Und das ist so, dass du sie ein bisschen vorbereitest, durch die Ecke zu reiten. Super, gut. So, und dann reit mal eine Figure auf 8 um deine beiden Stangen rum. Dass du erstmal mit Gefühl, dass du das jetzt nicht zu schnell wieder machst, sondern jetzt durch die Mitte und dann mit Gefühl setz in der Mitte, dass du dich nicht nach außen versetzt. Außen mehr drehen, innen hoch, Kopf in die Mitte. Kopf in die Mitte, guck durch ihr äußeres Ohr, dass du sie vom Ohr mitnimmst. Gut. Dann einmal wechseln. Guck durch ihr äußeres Ohr. Ja, und dann nimmst du die Schulter mit. Da ein bisschen Travers, innere Hand wieder hoch, guck auf ihr äußeres Ohr. Gut, und dann hast du sie wieder gerade. Ganz toll. Und dann kannst du durch die Mitte, über ihr äußeres Ohr, nimmst die Schultern weg, neues äußeres Ohr, äußeres Bein zurück. Da guckst du an ihr vorbei, innere Hand hoch. Ja, und dann drehst du dich mit, Travers. Ja, nähst dich mit, inneres Bein ein bisschen weich, ja, nimmst dich und dann wieder schön gerade und dann wieder geradeaus, ja. Und merkst du, in dem Moment, wo du deinen Blickwechsel verändert hast, vorher hast du das schön für sie gemacht, dass du hier sitzt und die Hand da draußen rum. Richtig, ja. Und dann hast du das Hängen, das nehmen wir mal mit, ne? Beide Hände wieder ein bisschen nach vorne, vor allen Dingen, wenn sie den Rückwärtsgang so einlegt, so planungsmäßig. Und dann merkst du schon, wenn du so ein bisschen runter guckst, rutscht deine rechte Hand runter. Und wenn die rechte Hand runterrutscht, dann hast du so ein bisschen die Balance verloren. Ja? Gut. Und dann machen wir das gleich nochmal, dass du einfach dich einmal durch die Mitte der Stangen sozusagen webst. Ja, durch die Mitte und dann drumherum.
oben um die rechte. Super. Eine Hand hoch, da sitzt du schön in der Mitte. Und da hast du auch gemerkt, das war gut. Du hast gemerkt, dass sie das innere Bein nicht so mitgenommen hat. Mhm. Und du hast dich schön gerade hingesetzt und dein linkes Bein so ein bisschen nach hinten gezogen. Also das innere Bein nimmst du mal mit. Nicht nur die Hand weit machen, sondern dass du dein Pferd jetzt auch unter dich wieder schiebst. Ein bisschen Travers, dass sie da wieder schneller wird. Und dann Schultern vergrößern. Du guckst dann hier vorbei, du hast das richtige Idee. Aber du sitzt dann eben neben ihr. Deswegen läuft sie immer so ein bisschen neben dir her. Du musst die unter dich wieder, da hast du sie unter dich platziert, ja? Schwer. Ja, gut, ja, besser. Gut. Ja, dann sitzt du wieder schön in der Mitte. Schultern vergrößern, schön auf der, ja, ne? Und jetzt kannst du das linke Bein ein bisschen mehr unter sich schieben. Gut. Wieder durch die Mitte der Stangen gehen. Gut, schön in der Mitte sitzen bleiben. Und dann gucken, drehen. Ja, in der Mitte sitzen bleiben. Drehen. Ja. Und dann geradeaus, super. Und zurück zur Wande und die Hand wechseln. Ja, und dann merkst du in dem Moment, wo du das, zum Ausgang geht sie dann zehnmal schneller. Ne? Mm. Hebst du sie innen hoch, ja, und dann schiebst du sie von außen unter dich runter. Ja, gut. Aha. Da fällt sie ja nicht zusammen, ja. Aha. Du sie sich innen, ja, innen hoch, und dann schiebst du sie, ja, nach vorne gehen. Ja. Innen hoch, und dann schiebst du sie von außen wieder drunter. Und dann wieder so ein bisschen Travers. Ja, sie ist ja sehr, die ist ja wie meine. Die ist wie so ein Aal. Ups, da hat sie wieder so einen Ausweg gefunden. Wieder durch die Mitte der Stange und dann durch die Stange die Hand wechseln, wieder zurück an die lange Seite. Guck auf ihr äußeres Ohr. Und dann schiebst du sie von außen, mitgehen, um deine Kamera rum. Gut. Oh, sorry. Ja, gehört auch so, Hand wechseln. Ja, mitgehen, außen die Lüfte länger. Dann schiebst du sie wieder von unten unter dich her. Einmal aufstehen, nach innen setzen. Gut. Und inneres Bein zurück, dass sie das innere Bein wieder mitnimmt, ja? Und merkst du, wenn sie dann nach vorne im Hals zieht, ist das vielleicht das mal eben mit der Hand zu beenden, als dass du sagst, wo ist denn das linke Bein? Und immer so ein bisschen tack, 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 von ja, gerade. Dann schiebst du sie in der Mitte, dann würde ich sie einmal anhalten. Halt, gut. Merkst du, und jetzt setz dich in die Mitte. Gut, einmal nach hinten setzen. Gut. Nicht nach hinten fallen, sondern dass du größer wirst und dich in die Mitte sitzt. Du sitzt ein bisschen rechts. Yes. Und jetzt reitest du sie vom linken Hinterbein an. Ja, rechts festhalten. Und das machst du nochmal, hältst sie nochmal an. Gut, und dann merkst du schon, wie sie sich wieder verschoben hat. Jetzt bringst du die Schultern wieder dichter an die Wand. Gut, und jetzt reitest du sie vom linken Hinterbein wieder an. Halt sie ein bisschen fest in der äußeren Hand. Besser, ja? Die kann das nämlich auch gerade. Aber merkst du, wie sie sich beim Anhalten schon so hinsortiert? Ja. Und dann sortierst du sie wieder zurück. Aha. Gut. Gut. Super. Ja. Und jetzt hast du auch die rechte Hand zweimal mit hochgenommen. Super. Gut. Und jetzt hältst du sie nochmal an. Auf die Hinterbeine. Gut. Und dann merkst du, wie sie sich verschieben möchte. Super. Und ja, linke Hinterbein wieder. Und reitest sie vom linken Hinterbein rechts hoch. Ganz toll. Gut. Ah, ja. Gut. Und dann kann sie auch schön gerade gehen. Aber du musst dir das immer wieder schön erklären, dass man das nicht schneller macht, sondern ganz gezielt einmal richtig. Ja, ich muss erst mal das selber kapieren, was ich machen muss. Ja, du merkst, dass du manchmal so ein bisschen verschiebt auch wieder drauf sitzt. Ja. Oder vielmehr sagen, dass sie sich dich da schön verschiebt hingesetzt hat. Das ist, glaube ich, das Ehre da. Guck dann deine rechte Hand an und dann balancierst du dich ein bisschen gegen das rechte Knie und die rechte Hand mit hoch, hoch. Hoch, gut, dann die linke einmal ausschütteln, dass sie länger im Hals wird. Gut, ja. Dann hängt sie dir auch nicht so am inneren Zügel, dann kann sie gerade gehen. Das findet sie nämlich eigentlich, ja. Ja, das ist so anstrengend, ne? Ja, es ist anstrengend. Dann kann man sich nicht so auf die Schulter schmeißen, ne? Gut, gut, rechts, ja. Und dann nochmal anhalten, da hast du gemerkt, wie sie sich verschoben hat. Rechts mit hoch, ein bisschen Druck aus den Steigbügeln. Ja, dann würde ich sie, ja. War ich warten, abschütteln, warten. Und dann nimm mal beide Beine ein bisschen nach hinten und dann setzt du sie ein bisschen nach hinten. Einmal anticken mit dem linken Bein. Rechts festhalten. Ah, da. Nochmal, einmal anhalten. Da hatte ich wieder den äußeren Zügel vergessen. Ja, genau, deswegen machen wir das beim Anhalten, damit man da schön drüber nachdenken kann. Und dann einen Schritt nachher. Merkst du, wie sie dir immer nach vorne abhaut? Ja. Ja, und nochmal anhalten. Nach der Kurve am besten. Gut, dass du da schön gegen der Wand hast. Und die rechte Hand hoch, balanciert dich außen auf das Bein. Gut, sie kann das auch richtig da. Okay. Und jetzt nimmt man beide Beine zurück,
setzt sich ein bisschen leicht hin und jetzt nach vorne. Und dann merkst du schon, wie du links sofort, wie sie abknickt, du hier sofort einmal ziehen möchtest. Ne? Mhm. Und das ist das, wo sie sich dann vorne auf die Schulter schmeißt, weil sie dich als Gegengewicht hat. Ich glaube, ich brauche dich jede Woche mal, Anke. Ja, freue ich mich schon drauf. Ich finde das hier schön grün. Ich bringe dann mein Pferd mit. Die freut sich auch, wieder richtiges Gras zu sehen. Dann kann sie noch ein bisschen runder werden. Gut. Rechte Hand hoch. Gut. Ja, das ist doch mal schön. Gut, ja. Dann merkst und ausatmen. Ganz entspannt. Ja. Ja, und dann einmal um deinen Mounting-Block hier rum, wenn du sie jetzt hier schön, dann kannst du sie aus der äußeren Schulter musst du mitbringen. Wenn du zu viel an ihr vorbeiguckst, sitzt du neben ihr. Ja, setz dich nach innen, außen. Außen das Bein ran, nach innen setzen, gerade im Hals. Ja, und dann einmal anhalten wieder. Ich finde sie so witzig, die ist so wie meine, ne? Die macht das immer dann schneller und dann meinst du, sie wird damit durch. Ja, genau. So. Und wenn sie hier dich so ein bisschen schiebt, sie einmal wieder zurück. Und wenn sie hier um das, und jetzt einmal nach vorne gehen, einmal angehen, gut. Und hier nimmst du sie von außen einmal mit. Mhm. So, von hier. Da. Okay. Und jetzt kannst du sie von hinten wieder anreiten. Gut. Und dann siehst du, da haut sie sich aufs Gebiss. Und da, jetzt, ja, gut. Ja, und dann nochmal loslassen. Und dann setzt du dich gerade hin, setzt dich wieder nach innen auf das Bein und nimmst sie, schiebst sie vom äußeren Bein einmal rüber, dass sie die Schultern von außen mitnimmt. Ja, Bein, gut und weich. Ja, nicht so viel drehen, gut, nicht so viel drehen, das ist der äußere Zügel. Ja, ja, deswegen halte ich sie hier außen ein bisschen fest. Und dann wieder an, ja, außen, außen, gut, außen, außen, super. Du kannst das nämlich auch aus den Schultern die mitnehmen. Gut, ich lasse sie wieder los, gut, das ist besser. Und dann kannst du schön in der Mitte sitzen. Gut, dann drehst du sie wieder. Manchmal schön auf der gleichen Hand. Mir ist schon klar, warum sie da gleich anbietet, so schön die Hand zu wechseln. Ja. Das ist nämlich die einfachere Seite. Genau. Und dann können wir da schön Scheiß machen um die Stangen rum und das ganze Thema ändern und dann ist sie wieder total verknotet. So. Haben wir die Hände wieder, die ist echt intelligent. Ich weiß. Haben wir die Hände zusammen und dann musst du sie außen länger werden lassen, während du sie innen hochreitest. Wieder auch hier um deinen Mountainblock rum, weil du da ein bisschen mehr Platz hast. Gut, außen hoch. Mitnehmen die Hand, ja. Und dann beide zusammen. Jetzt kann sie aus der Schulter hoch. Hochdrehen, hochdrehen. Hoch, außen das Bein zurück. Innen ein bisschen hoch. Da. Und dann hat sie gleich abgedreht. Hast du gemerkt? Aber in dem Abdrehen knickt sie dir vorne einmal um. Bisschen gerade im Hals. Wow. Und dann sind auch ruhig größer machen. Das ist mehr effektiv als das kleine Rumgeknete da. Gut. Deswegen hat sie dieses ganze Geknote hier über die Stangen angeboten. Ne? Gut. Gut. Jetzt merkst du, jetzt hast du auch eine Plattform, wo du drauf sitzt, dass sie dich nicht immer so rumschiebt, ja? Mhm. Ja. Ja. Außen lang. Gut. 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 Und dann die Hand wechseln. Gerade. Gut. Dann mit mehr Platz. Gut. 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 Wieder in die Mitte setzen. Wenn jetzt hier ein bisschen außen abbalancierst. Gut. Das gleiche machen wir dann im Mundtrab. Oder in ihrem Tölti-Trab. Weiche Hände, weiche Hände. Gut, und wieder anhalten. Hoch. Gut, sitzt du noch in der Mitte oder merkst du, wie sie dich wieder schön verschoben hat? Ja. Ja. Setz dich wieder richtig hin und ich würde sie ruhig wieder an die Bande ranreiten. Ja, richtig mit Gefühl. Einen Schritt, noch einen Schritt. Gut, gut, gut. Ja, setz dich schön in die Mitte und zwischendurch ist es, als wenn man so ein bisschen in die Hände klatscht. So. Und dann, dass du in der Mitte sitzt und dann mal wieder anreiten, dann bringst du nämlich deine rechte Schulter mit hoch. Gut. Kann man die Hände klatschen, dann sind sie auf der gleichen Höhe. Ja, auf die Hände klatschen und dabei hinten immer ein bisschen abbremsen. Ja? Und dann inneres Bein ran, Hände klatschen. Gut, und dann wieder das Bein innen weg und außen einmal, als wenn du dich außen abstützt auf dem Fuß. Ja, dann kannst du auch fast bis an die Bande ran, ne? Gut, wieder außen einmal abstützen auf den Fuß und nochmal in die Hände klatschen, dass du nicht aus Versehen in die Seite fällst. Ja, guck mal, wie schön sie jetzt an der Wand ist, ja? Ja. Dann sitzt du schön in der Mitte. Wieder in die Hände klatschen, gerade vor der Kurve, dass du das nicht nur aus dem Gebiss raus machst, sondern in der Höhe. Weich, lass mich nicht anzicken. Gut. Weich, Hände klatschen, äußeres Bein abtreten. Ja, gut. Und dann inneres Bein ran, abklatschen und antraben oder töten. Gut. Gut, gut. Und dann kannst du, merkst du hier, durch deine Atmung und dass deine Hände schon weich sind, dann fängt sie sich auch mehr anzuheben. Dann ist das viel leichter für dich zu sitzen. Ja, Hände klatschen vor der Kurve, dass du da schön und dann außen einmal an den Fuß treten. Ja, Missy. Ja.
Ja, das weiß ich schon, wer hier den Scheiß anfängt. Nee, wir wollen keinen Galopp. Noch nicht. Gut. Hände klatschen, außen in den Fuß treten und dann so die Hacken ein bisschen nachschleifen. Dass sie da schön. Ja. Als wenn du ja außen immer so ein bisschen auf den Fuß trittst, während du dich innen hochhebst. Dann kann sie nämlich schon gleichmäßig laufen. Ja, besser. Gerade vor der Kurve, dass du das Gefühl hast, dass du hinten deine Hacke so ein bisschen mit dir herschleifst, die rechte, und dann innen dich hochhebst. Ja, dann hat sie diesmal auch gar nicht die Kurve gekratzt. Ja, super. Und dann nochmal die Hand wechseln. Gut. Halt. Hoch. Rot. Gut. Da hast du sie sogar auf beiden Beinen schön gerade stehen. Wow. Ja? Aber merkst du, wie sie dich immer austrägst? In dem Moment, wie sie den Kopf in die Ecke schmeißt, in dem Moment kriegt sie dich aus der Balance geschmissen. Und dann hat sie dich hier, dass du deine Hände verwenden musst, um das zu organisieren. Und durch, dass du schon